Homosexualität, ja. Wie hast du es gemerkt? In welchem Ja, Alter? das habe ich als Kind gemerkt. Also seit ich halt denken kann, haben mich Männer mehr interessiert körperlich wie Frauen. Gell. War halt so. Und dann haben wir also redlich bemüht, gell, und hatte eigentlich auch einen ganz guten Ruf, weil ich ihm immer sehr rücksichtsvoll war. Und beim geringsten Widerstand habe ich natürlich dann, naja, auf Deutsch gesagt, ganz entspannt aufseufzend eben die Bemühungen unterbrochen. Gell. Das wurde mir aber hoch angerechnet, dass er eben nicht wirklich zudringlich war. Es hat mit Mühe und Not geklappt, aber ich kann nur sagen, beides versucht kein Vergleich. Gell. Aber das trifft jetzt nur für mich zu. Gell. Und andere Leute, weiß ich, die können beidseitig. Gell. Und ja, also jedenfalls, ich habe lange mit dem Schicksal gehadert, warum gerade ich und so. Ging ungefähr bis 25, also und dann haben wir gesagt, und ja, war für mich wichtig, ich habe dann das Abitur nachgeholt, damit ist mein Selbstbewusstsein gestiegen, es war mir klar, wenn ich Abitur nicht schaffe, bin ich auch schwul, aber dann mit schlechtem Gewissen, also ich tauge ja nichts, aus mir wird nie was, gell. So habe ich das Abitur gemacht und dann von dem Tag an war ich also auf der Piste. Und bin also ganz bewusst am Gärtnerplatz gegangen, haben mir gedacht, da sind die schwulen Kneipen. Und damals schon? Damals. Ja, das war neun. Warte mal, wann habe ich Abitur gemacht? Das war Anfang, 70 oder 71. Ja. Und da war es schon immer verboten. Also, es war für mich auch wichtig. Solange es verboten war, habe ich es nicht gewagt. Also, nicht wirklich. Also, dann wirklich verschämt und verklemmt halt. Weil es gab ja für jetzt. Ja, den Paragraphen. Ja, ja. 175, ja. Der ging bis zu welchem Jahr? Bis 70 oder 71. Also jedenfalls um 1970 rum der war der dann weg. Homosexualität unter Strafe, ja. Gefängnisstrafe drohte? Weiß ich nicht mehr. Also, es war verboten. Also jedenfalls war verboten und es war peinlich, wenn es rausgekommen ist. Gell. Und trotzdem war in dem katholischen Bayern. Am Gärtnerplatz führt? Ja, das hat es immer gegeben. Es hat es zur Nazizeit gegeben, aber dann natürlich war es mit Lebensgefahr verbunden. Und die Leute haben sich halt dann anders verhalten. Gell. Und ich bin mir auch nicht sicher bei meinem Vater, bei meinem Großvater, ob die nicht lieber. Also jeder hat jeweils einen Sohn gemacht und das war's dann. Und die Ehen waren also wirklich beide sehr unglücklich. Mein Großvater habe ich noch gekannt, der hat mir noch immer gesagt, heiraten hier. Und heute kann man denken, warum. Der Vater hätte es nie zugegeben, aber ich glaube auch, dass der eher in die Richtung war. Also ich glaube, ich habe es geerbt und nicht erworben, wie es so schön heißt. Aber du hast nicht mit ihm drüber gesprochen? Mit dem Vater nicht, aber kein gutes. Nein, es war mal damals, bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass das der Grund gewesen sein könnte, warum er so unerträglich war. Und eben, warum die Ehe so unglücklich war von meinen Eltern. Gut, sie haben sie zusammengerauft, sie haben sie nicht scheiden lassen, aber schön haben sie es nicht gehabt miteinander. Und haben auch gedacht, also das tue ich mir nicht an. Aber die Erkenntnis ist mir erst viel später gekommen. Und auch mit der letzten Frau, mit der ich es versucht habe, habe ich heute noch Kontakt. Also ist jetzt über 50 Jahre, also wir sind immer noch befreundet. Und wo sie ja gesagt habe, hat sie, naja, schade, gell, aber immer noch besser wie mit einer anderen Frau davon. Und ein anderes schönes Erlebnis war auch, da war ich mit meinem ersten Freund zusammen, mit dem Armin, mit dem war ich 7 Jahre zusammen. Und der Studienkollegin von mir, der haben uns dann nachgesagt, haben wir gedacht, man, die weiß es doch sowieso. Und ich war, was, ihr seid beide schwul? Wirklich beide? Ach scheiße, wäre mir wurscht gewesen, mit wem von euch, mit euch wäre ich so gerne ins Bett gegangen. Also man kann das alles sehr locker eigentlich nehmen, gell, und man braucht in unseren Breiten jedenfalls keine Angst haben. Polen oder was wäre anders. Ja. Oder Russland, ganz schlimm. Ja. Gab es denn so eine Art Outing, dass du gesagt hast, ja, jetzt nach dem Abitur, ja, habe ich selbst genau das war's. Ich sage jetzt meinen Bekanntenkreis. Ja. Ja, wer es hören will, ja, wer es nicht hören will, ich bin schon. Nicht allen, aber den meisten. Bei den Eltern hat es um 5 Jahre gedauert. Aber ansonsten war ich wirklich sehr frei und habe eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Also da hat sich mein Freundesgeist niemand blöd aufgeführt. Also manche waren sehr überrascht, das schon, gell, und haben Schluck.
Aber keiner hat da mit mir einen Kontakt abgebrochen. Der Vater hat es noch zu Lebzeiten erfahren. Ja, das ist dann die nächste Story, gell?